Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 2 mit Paxis. Ich werde jetzt noch einmal versuchen, die Gargoyles platt zu machen. Alleine und dann mit einem Freund, also als Mensch. Muss mal kurz noch überlegen, wollen wir irgendwas drauflegen auf unsere Waffe? Macht das Sinn? Wie viel haben wir denn da so mit? Weil ich muss halt einfach schnell sein, viel Schaden machen am Anfang. Die Frage ist halt, was ist, könnte effektiv sein? Verleiht Magie. Vorübergehend Blitz. Vorübergehend Finsternis. Die wirken irgendwie finster, muss ich zugeben. Kann man nicht vorstellen, dass das groß Sinn macht. Magie. Ich meine, ein bisschen mehr Schaden macht man immer. Aber es wäre halt cool, wenn man wüsste, was für eine Schwäche die haben. Vielleicht probiere ich mal Magie aus. Falls ich ein, zwei Spruchbänder finde, werde ich... die mal lesen da oben. Mal gucken. Ach, da muss ich aber die Gegner jetzt platt machen, fällt mir gerade ein. Erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wieder irgend so ein Spasti kommt. Der am besten dann noch mit Lex wieder gewinnt, ey. Die sind so klein, dass man nicht immer trifft. Halten noch verdammt viel aus, finde ich. Irgendwie schon traurig, dass wir in den Überresten 7000 Seelen haben und das nicht mal ein... Und das nicht mal ein... Na... Was? Der durchschlägt da komplett meine... Oh, scheiße. Das war ja so klar, ey. Das war ja so klar. Ach, Finsternisgeist. Das bedeutet aber, dass er... Dass es kein Mensch ist, ne? Ja, war eigentlich klar, dass wir verlieren. Das ist aber auch scheißegal. Oder ist Finsternisgeist doch ein menschlicher Gegner gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, wenn es so lange dauert, dann ist es ein menschlicher Gegner gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, und warum ist es passiert? Nur weil ich den beschissenen Spruchbänder zum Boss lesen wollte. Ich Vollidiot. Wäre einfach nur wieder reingelaufen, wäre nichts passiert, ey. Mach ich jetzt auch. Scheiß auf die Spruchbänder. Ich meine, was für Tipps wollen sie mir schon großartig geben? Tipps bisher waren eigentlich immer schwachsinnig, ziemlich zumindest. Und wenn ich sehe, ist mein T-Shirt aus, wird zu warm. Ich meine, der einzige Tipp, der bisher mir was gebracht hat, war bei dem Verfolgungsgeist mit dem Distanzwaffen, aber ja, wer meine Dark Souls 1 Let's Plays kennt, der weiß ja, dass ich immer in auswegslosen Situationen gerne mal in den Distanzkampf probiere, von daher jetzt auch nicht der Riesentipp. Natürlich schade, dass wir da jetzt gestorben sind. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Energie verloren, aber egal. Ach ja, wir... Oh nein. Scheiß, Mann. Jetzt haben wir auch nicht wirklich die Zeit, Magie einzusetzen, wenn wir die Kleinen nicht platt machen. Aber ich habe halt keinen Bock schon wieder... Ach, ich hätte mich halt binden sollen, dieses Magie-Ding. Schade. Aber auch keinen Bock schon wieder auf so einen scheiß Drecksgeist zu treffen. In den Überresten ist eh nichts drin. Ich muss vor allem versuchen, mich auf einen zu konzentrieren, dass ich den erstmal platt mache. Auch wenn es schwer ist.
Oh, fuck, keine Zeit gehabt, dich zu heilen. Okay, ich glaube, das hängt damit zusammen, wann, wie viel man den abgezogen hat, den Gargoyle. Also ich glaube, es hängt gar nicht damit zusammen, wie viel Zeit vergangen ist, sondern wie viel man den abgezogen hat. Und dann, wenn man einen bestimmten, ja, Wert abgezogen hat, dann kommt der Dritte zur Hilfe. Das wird sein. Ja, ich werde es jetzt direkt so machen. Probieren, mich über das Menschsein halt Hilfe zu holen und dann nochmal den Kampf wagen. Oh Gott, das ist ein Kackkampf, ey. Viele Gegner, das ist echt mein Problem. Keine Ahnung, ob es Leute gibt, die darauf gut klarkommen. Ich glaube, es war nicht bei Dark Souls, aber vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der sich denkt, boah, ja, wenn ich drei oder mehr Gegner habe, dann werde ich richtig gut bei Dark Souls. Gegen einen ist scheiße. Ich glaube, das denken die meisten nicht. Aber ich habe damit auf jeden Fall ein Problem. Ich bin halt auch Nahkämpfer, aber ich denke auch Magier oder ein Fernkämpfer hat damit vielleicht sogar noch mehr Stress, weil er einfach nie im Fernkampf sein wird, wenn er drei Gegner hat. So, hoffen wir mal, dass weder eine dreckige Invasion kommt, noch dass hier niemand, also kein Freund auf uns wartet. Das wäre echt scheiße. Hoffentlich ist hier jemand. Hier noch nicht. Doch, da drüben, da drüben, da drüben. Ach, vielen Dank. Wer ist das? Nahkämpfer. Ich würde sagen, den nehmen wir direkt. Macht bestimmt viel Schaden. Sein zwei Waffen. Mit seinen zwei Waffen, mit seiner. Ach, der hat sogar ein Schild. Nice. Der braucht wahrscheinlich lang, bis er zuschlägt, aber der wird mit Sicherheit fett Schaden machen und kann blocken. Das ist schön. Oder er bumst uns einfach mal beide komplett kaputt. Hat aber fast keine Energie verloren. Viel weniger als ich. Nice. Heilen uns erstmal. Ich kann auf jeden Fall gleich mehrere Gargoyles auf einmal treffen. Das wird geil. Ich habe ein gutes Gefühl. Hat zwar nicht mehr volle Energie, aber hoffen wir mal, dass es trotzdem reicht. Komm. Komm, 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 jetzt ruhig.
Nice! Oh mein Gott, wäre der Kampf schwer geworden ohne meinen Freund, herrenloser Glencore. Und er heilt sich sogar. Oh, du bist der Beste. Du bist der Allerbeste, I love you. Oh, das wäre so unglaublich schwer geworden. Es waren noch nicht mal alle Gargoyles, sehe ich gerade. Oh Gott, wäre das schwer geworden. Oh Gott, jetzt erstmal einen Schluck Tee. Ich bin so froh, ich bin so glücklich. Aber anscheinend konnte man hinten den Schwanz nicht abschlagen und ich habe es einfach nicht geschafft. Der hat so massiv, der war absolute Tank, der Typ, der absolute Tank. Der hat so massiv viel ausgehalten. Die sind alle auf den eingehackt, der ist nicht gestorben. Der hat gut Schaden gemacht. Ich habe, glaube ich, mehr Schaden sogar gemacht als er, aber er hat so viel ausgehalten. So geil, der Tank. Oh, vielen Dank. Und ich bereue es nicht mal eine Sekunde, dass ich den zur Hilfe geholt habe. Nicht mal eine Sekunde, weil ich nicht wüsste, wie ich die hätte alleine besiegen sollen. Ohne Scheiß. Die kommen so schnell, die Typen. Man hat keine Zeit, sich zu heilen. Vor allem, wenn sie dann zu dritt auf einen einhacken. Oh mein Gott. Was für ein Fight. Der war so schnell zu Ende wegen dem. Vielen Dank, ey. Was für ein Monster, ey. Krass. Oh, zum Glück ist mir nicht das gleiche passiert wie bei Dark Souls 1. Bei diesem Gargoyle-Kampf. Da waren es nur zwei, aber da habe ich halt auch jemanden zur Hilfe geholt. Ich hatte, glaube ich, noch einen Schlag gebraucht oder so. Also der ist gestorben, der helfende Typ. Dann hatte ich noch einen Schlag gebraucht für den einen von den zwei Gargoyles. Also der eine war schon tot und für den zweiten habe ich noch einen Schlag gebraucht und der hat mich auch noch gekillt. Und dann musste ich es alleine machen, es war halt super schwer. Oh mein Gott. Wie ein Traum. Also es war jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht schwer mit dem Typ, aber das ist mir scheißegal, weil es wäre halt einfach so viel schwerer gewesen. Okay, wir kommen ja nicht mehr hoch. Ritualband. Das ist doch ein Ring. Ritualband des Sündens erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Dies ist einer der geheimen Schätze von Aldia. Erhöht die Anzahl der Zauber, welche aufgenommen werden können. Dieser schlicht aussehende Ring enthält sehr mächtige Magie. Es ist unvorstellbar, welche unfassbare Taten verbracht werden mussten, um ihn zu erschaffen. Man erinnert sich nur an das grausame Schicksal der Bewohner Aldias. Geil. Habe ich also nur für diesen dreckigen Ring, den ich eh nicht brauche, weil ich kein Zauber bin, hier diesen Kampf auf mich genommen. Aber natürlich trotzdem geil, den Kampf zu schaffen, ein paar Seelen bekommen, es sind wieder zwei Level. Why not? Unten ein Leuchtfeuer. Ach, das ist bestimmt wieder so eins, was einfach wegteleportiert, oder? Oder? Nee, doch nicht. Hier haben wir eine Leiter. Kommen wir denn da hin? Oh, da unten ist ganz viel los. Da ist noch was, da ist noch was. Vielleicht sind wir jetzt da oben, wo ich immer hin wollte. Ich überlege gerade, wollen wir reisen? Ja, komm, sicher, sicher. Es sind zwei Level und da unten waren ein paar Gegner, bevor wir jetzt dumm zweimal sterben. Och, was für ein Fight. Am Ende dann doch leichter als gedacht, aber trotzdem so mega dramatisch, weil ich wusste, wenn ich jetzt den Gegner, meinen Helfer verliere, ich werde es wahrscheinlich alleine nicht schaffen. Bearer of the Seek Soul, Seek Lest This. Und dann haben wir die Festungsebene eigentlich komplett ausgehebelt. Also ich wüsste nichts mehr. Wie gesagt, im Wald der Riesen muss irgendwo noch so ein Versteinerungstyp sein, aber ansonsten alles nice. Pam pam. Ja, ich mach das weiter und will halt auf 70 Kilo oder so kommen. Und das sollte auch in den nächsten 3-4 Leveln geschafft sein. So, jetzt haben wir noch 5000 Seelen. Ich kaufe mal noch ein paar Bolzen, bevor ich es wieder vergesse. Wie viel brauchen wir? 235. Nehmen wir mal 100. Ich will es ja auch nicht übertreiben. Noch nicht, zumindest. Ich glaube, bei den Pfeilen hatte ich dann mir irgendwann mal 999 gekauft. Das war das Maximum. So, 100 hatte ich gesagt. Ah. I'll be around, if you make it back.
Was für eine Befreiung. Scheiße, was ist denn das jetzt? Mondturm? Ach ja, Mondturm. Ach krass, dann geht's wohl doch weiter, Mondturm. Ich dachte, ich denke, das Gebiet wird nicht mehr groß sein. Also ich glaube, wir haben dann die Festung abgeschlossen. Wäre natürlich krass, wenn diese Gargoyles wirklich Monster waren, also wirklich ein Bossfight war, den man storyline-mäßig machen musste, um weiterzukommen. Das wäre... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Hunde. Und das ist wahrscheinlich auch dann das Ende vom Gebiet. Ach, und die wollen es wohl komplett übertrieben haben, oder was? Jetzt hier in der Runde. Was ist denn hier los? Erst diese krassen Gargoyles, die meiner Meinung nach bisher der schwerste Boss waren. Mit Abstand der schwerste Boss, die Gargoyles. Würde ich mal behaupten. Definitiv schwerer als diese große, krasse Seele. Scheiße, ich will da runter, aber ich krieg die nicht tot, alle sechs auf einmal. Wie mache ich denn das jetzt? Ich erwisch die halt von hier oben wahrscheinlich. Wir können es immer probieren. Oh, ich bekomme sie sogar anvisiert. Na, alles klar. Mal schauen, ob es klappt. Ich wenigstens ein, zwei davon tot bekommen, aber die Leiter scheint... What? Oh, ich habe kurz Angst gehabt. Ich dachte, ich wäre wieder so eine scheiß Invasion gewesen. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Ich glaube, das klappt nicht wegen der Leiter, oder? Nee. Scheiße. Fuck. Oh, dann probieren wir es halt so. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffe und wie und was und warum, aber die sind halt schnell tot. Mal gucken, ob ich es irgendwie hinbekomme. Sterben ist jetzt nicht so schlimm. Alter, was soll denn der Finsternisgeist hier? Ja, also sorry, aber dann lasse ich das. Ich werde jetzt noch einmal runtergehen, weil manchmal ist es ja so, dass diese Geister nicht immer kommen. Ich werde noch einmal runtergehen und gucken, ob der wiederkommt. Und wenn der wiederkommt, dann Mittelfinger. Ist mir egal, dann gehe ich da nicht mehr runter. Das ist sinnlos. Und wie gesagt, die Gargoyle ist toll. Habe ich diesen scheiß Ring bekommen, ne? War auch sinnlos. Ich probier's noch einmal, aber dann ist das Ding für mich gegessen. Ist klar, das Ding ist für mich durch. Es sei denn, der Finsternisgeist kommt jetzt nach und wir gucken nochmal. Sind wir hochgeklettert? Nicht? Jetzt können wir uns zumindest erstmal heilen. Ne, da kommt nicht. Krass. Oh, ist halt scheiße. Ich kann halt von hier oben nichts treffen. Fuck, Mann. Das wäre so geil. Jetzt von hier oben runterballern. Ich kann halt logischerweise nicht runtergehen. Das geht nicht. Das überlebe ich nicht. Da, die greifen mich ja auch an, sobald ich nur an der Leiter dran bin. Springen kann man auch nicht, oder? Bewegt sich auch keinen Schritt, der Typ. Was mache ich denn jetzt? Die Hunde werden halt echt keinen Stress mehr. Fuck, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt? Ich meine, nochmal sterben wäre auch nicht schlimm. Echt keinen Schritt, der Typ.
Der wäre sogar machbar, wie es aussieht, der Typ. Aber nicht zusammen mit den Hunden. Und die Hunde, die scheinen sofort zu triggern mit dem, also der Geist scheint sofort zu triggern mit den Hunden, wie es aussieht. Ich überlege, ob es noch irgendeine Strategie gibt. Wenn ich mich zum Mensch mache, gibt es hier vielleicht eine Hilfe. Wir haben neun Menschenbilder, das ist überhaupt kein Stress. Mal gucken. Ich sehe keinen Namen und hier unten irgendwo. Also ich gehe jetzt nicht ganz runter, ich will nur gucken, ob hier irgendwo. Ne. Also, ich wüsste nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Finsternisgeist voraus. Und dass diese Invasion ja trotzdem stattfindet, auch wenn ich das Menschenbild oder sowas starte, das haben wir ja gesehen. Das ist eigentlich in dem Turm da drüben. Geht's da weiter? Ach Quatsch, von hier sind wir ja gekommen. Stimmt, ich Idiot. Ja, genau, das ist der Abschluss von dem Gebiet, also ähnlich wie im Wald halt. Entweder probiert man den Finsternisgeist, macht ihn platt oder man lässt es halt bleiben. Aber ich spekuliere gerade drauf, dass ich es bleiben lasse. Die Neugier ist natürlich riesengroß, aber ich meine, es sind zwei Sachen, die wir einsammeln können. Jetzt mal unsere Überreste weggelassen. Es sind zu viele Hunde. Ich glaube, den Geist würde ich sogar mal probieren, aber die Hunde sind einfach zu krass. Die nerven zu sehr und der Geist kommt einfach sofort. Es sind einfach zu viele Hunde und ich treffe die von hier oben nicht. Das ist so ärgerlich. Ich muss es nochmal probieren. Bleib immer hängen. Vielleicht mal mit Bogen probieren. Ja! Oh geil! Warum nehme ich einen Feuerpfeil? Ich will doch keine Feuerpfeile haben, hallo? Vielleicht sollte ich mir auch mal normale Pfeile kaufen, weil man sieht ja, es könnte Situationen geben, wo wir mit Pfeil und Bogen treffen. Okay, jetzt haben wir einen Blatt gemacht. Das ist halt nur die Frage, wenn wir vielleicht mal einen Tick runtergehen, bekommen wir dann die anderen Hunde so dahin, dass die auch treffbar werden. Das wäre natürlich cool. Probieren es mal. Das wäre natürlich krass, wenn es mit der Taktik hier klappt. Ah, das glaub's fast nicht, weil es muss schon ein sehr spezieller Winkel sein, wie es aussieht, ja. Schade. Jetzt haben wir halt einen weniger, aber einer weniger ist halt einfach nur einer weniger. Zwei weniger. Ich glaube, es sind insgesamt 6 Stück. Wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich die Hunde alle platt bekomme, würde ich es nochmal probieren. Es sind noch 4. Also müssten 6 insgesamt gewesen sein. Ich kann die so ein bisschen herlocken. Oh, nee, es sind 7, okay. Ich weiß aber nicht, ob der eine, der da diesen Gegenstand beschützt, ob der überhaupt herkommt. Tja, es gab auf jeden Fall Leute, die haben es geschafft, ne? Es sind halt immer noch ziemlich viele. Schade. Es sind auch nicht unendlich viele Pfeile. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah, weiter nach links, weiter nach links. Noch weiter zu mir, noch weiter zu mir. Oh, scheiße. Vielleicht, wenn ich selber ziele. So sehe ich zumindest besser, wenn ein Hund hier in dieser Ecke steht, wo ich ihn treffen kann, aber ich glaube, ich treffe ihn so nicht. So vielleicht.
Echt? Sehr gut. Wir haben ihn geschwächt, aber er ist noch nicht tot. Ich mach. Komm wieder her. Komm. Ja, einer weniger. Wie sind es jetzt noch? Eins, zwei, drei. Wenn ich die Hunde wenigstens platt bekommen würde, dann wäre es echt machbar mit dem Invasionsgeist. Also wenn es das gleiche ist und wenn er jetzt genauso dumm kämpft, weil ich habe ja echt gut Schaden gemacht. Fuck. Kommt her. Kommt schon. Ich müsste die Folge mal beenden, aber ich will jetzt hier gerade die Spannung nicht rausnehmen. Ich will jetzt unbedingt gucken, ob ich das schaffe. Komm schon. Ich frage mich, ob ich... Also gut, es werden so viele Millionen Leute oder hunderttausende Leute das Spiel gespielt haben. Ich werde nicht der Erste sein, der diesen Plan hier verfolgt. Aber ich frage mich, wie viele das gemacht haben. Scheiße. Auch wieder zu nah an der Mauer sein. Ist halt schade, dass die Texturen hier so weit rüber gehen. Kommt schon. Drei Stück sind es noch. Wenn ich mich beeile, bekomme ich die vielleicht platt, bevor der Invasionstyp kommt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich riskiere es auch gleich. Müssen halt ruhig halten. Komm, ein Stück weiter vor. Komm, komm. Komm schon. Ich meine, geschwächt sind sie ja auch zum Teil, aber die sind ja eh meistens mit einem Schlag tot. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Noch zwei, also ich würde behaupten, ich probiere es jetzt mal. Mal gucken. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann war es das auch. Also dann probiere es nicht nochmal. Dauert ja auch ziemlich lang. So, lasst mich kurz überlegen. Können wir noch irgendwas verbessern? Könnten unsere Waffe noch extra Schaden geben? Ich glaube, das ist es mir sogar wert. Der ist Finsternis. Also nehmen wir einfach mal Magie. Action, Freunde, Action, ich probier's.
macht denn der? Okay, der ist ja richtig schlecht. Er deckt ja auch nie. Was ist denn das? Ich meine, ich bin froh, aber ich hoffe nur, ich schaff's noch so jetzt wieder Ruhe. Eindringling verbannt, der erste, den wir geschafft haben. Aber der hat auch sehr schlecht gekämpft, sind wir mal ehrlich, ne? Mensch mitbekommen, er hat sehr schlecht gekämpft. Ich habe das als Mensch erledigt. Oh, was für ein Kessel hier unten. Und ich habe ihn geschafft. Was für eine Folge. Erst diese verrückten Gargoyles gebumst und dann diese Invasion, oder was? Drachenzahn, versteinertes Etwas, Leuchtkäfer. Oh, so geil. Drachenzahn. Ach, die Waffe hatte ich auch schon im ersten Teil. Die ist halt super schwer, 20 Kilo. Da braucht man halt einfach... Da hatte ich so einen Ring, der meine Belastbarkeit halt mega erhöht. Und dann habe ich mit dem gekämpft. Aber der ist halt trotzdem ziemlich träge. Ja, aber der macht halt mega Schaden. Unverbessert, ne? Der ist unverbessert schon stärker als meine jetzige maximal richtig krass verbesserte Waffe. Was braucht er? 50 Stärke, ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott. Ich glaube nämlich, in Dark Souls 1 war es so, dass Belastbarkeit an Stärke gekoppelt war. Und der Ring, der hat einfach nur Stärke verbessert und deswegen konnte man den auch gut tragen. Ja, den werden wir nie nutzen, weil 50 Stärke, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann hinbekommen. Das ist halt schon ziemlich viel. 313 und ist jetzt auch nicht so viel stärker als unsere momentane verbesserte Waffe. Drachenzahn, aber wenigstens mal durchlesen. Ein riesiger Drachenzahn, der als Großhammer benutzt wird. Dieser Zahn ist so robust wie ein Felsblock und soll von einem Drachen stammen. Ob das stimmt, ist nicht erwiesen. Er enthält jedenfalls mystische Kraft und macht seinen Träger gegen Magie und Feuer resistent. Effekt, Resistenz gegen Magie und Feuer. Okay, das ist geil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Effekt hat er nicht gehabt in Dark Souls 1. So, was hat man noch gefunden? Leuchtkäfer. Verursacht mehr Schaden, erleidet weniger. Was? Einen kleinen Käfer, der Licht verströmt. Leuchtkäfer sollen die Toten besänftigen und sind im Sumpfland auf dem Weg zur Gruft der Untoten anzutreffen. Wer kurz vor dem Tod einen Leuchtkäfer ist, erhält im Augenblick seines stärksten Leuchtens kurzzeitig enorme Kraft. Wird von verirrten Abenteurern oft als letzter Ausweg benutzt. Wirkt nicht in anderen Welten oder bei Phantomen. Hä? Okay. Muss irgendwas sehr krasses sein. Erhält im Augenblick seine stärksten Leuchten. Okay. Versteinert das etwas? Ah! Ich weiß ja, wo ich das einsetzen kann, um was Neues zu bekommen. Ich bin gespannt, was ich beim nächsten Mal bekomme. Ich hoffe nicht wieder das Gleiche. Falsche und Zauberer. Ach, Zauber, okay. Ja, hat halt... Bluteneffekt? Ein Standard-Krummschwert. Jeder Hieb, die scharfe Klinge ist wirkungsvoll bei Verursachen... Hä? Zauber. Welchen Zauber hat denn der? Hat irgendeinen Zauber, aber ich weiß nicht welchen. Ist halt schon massiv schnell, ne?
Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Finsternisgeist besiegt. Wir haben dieses Gebiet hier komplett geklärt. Also ich glaube, in der Festung gibt es nichts mehr. Wir könnten noch diesen versteinerten Typ da retten. Aber das wäre total sinnlos. Deswegen, ja, geil. Extra super mega lange Folge. Aber ich würde sagen, mit so die beste Folge aller Zeiten. Nicht nur, dass wir die blöden Gargoyles besiegt haben. Wir haben hier auch noch den mega krassen Typblatt gemacht und eine ziemlich geile Waffe bekommen, die wir vielleicht nie benutzen werden. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals auf 50 Stärke skillen werden. Wir haben, glaube ich, 30 Stärke. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch 20 Level und die Level sind super teuer. Und dann bräuchten wir immer noch eine hohe Belastbarkeit, sonst werden wir ziemlich langsam mit dem Ding. Naja, mal schauen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Bis hoffentlich morgen, euer Paxis. Ich bin wirklich mega zufrieden mit der Folge, aber ich glaube, das kann man nachvollziehen. Richtig geil. Es ist wieder sehr, sehr taktisch geprägt. Ich glaube, man merkt, warum mir das Spiel so ein bisschen liegt, weil einfach dieses taktische Spielen mir liegt und ich auch oft, nicht immer, ich glaube, immer ist unmöglich für niemanden auf der Welt, aber sehr oft habe ich einfach die Disziplin und Ausdauer, die man braucht für das Spiel. Und ja, ich kann es nochmal wiederholen, mir macht es viel mehr Spaß als Dark Souls 1. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich keine Anfangs- oder nur ganz, ganz kleine Anfangsschwierigkeiten hatte, um wieder reinzukommen. Aber ansonsten, dass alles viel flüssiger läuft, ich nicht dauernd irgendwo hinrennen, wo ich nicht hin muss und so weiter. Also bisher läuft es echt gut. Die Bossfights, ich habe bisher gut taktisch gekämpft, habe die gut platt gemacht, habe schon zwei Bossgegner beim ersten Versuch platt gemacht. Und ich bin absolut zufrieden und ich glaube, wir werden das Spiel deutlich schneller durchspielen als Dark Souls 1 und... Ja, es ist definitiv viel weniger frustrierend. Im Gegenteil, ich bin so motiviert. Das macht mir so viel Spaß, dass ich jede freie Minute momentan nutze, um Aufnahmen zu produzieren. Das heißt, wenn das so weitergeht, ich meine, ich kann das noch nicht so weit in die Zukunft blicken, aber wenn es so weitergeht, dann wird auf jeden Fall die Wartezeit von Dark Souls 2 zu Dark Souls 3, also bis ich Dark Souls 3 spiele, nicht so lange gehen wie von Dark Souls 1 bis Dark Souls 2. Ja, schreibt mir in eure Kommentare, wie ihr diese Folge fandet. Wie ihr die Idee fandet oder wie ihr vielleicht die Gargoyles getötet habt, wie ihr es gelöst habt, wie ihr hier unten diesen Kessel besiegt habt, falls ihr es überhaupt gemacht habt. Also ich glaube, da muss sich niemand einen Vorwurf machen, wenn er diese Situation mit dem Finsternisgeist einfach sein gelassen hat. Ich war ja auch kurz davor. Das war mein letzter Versuch und das hat geklappt. Super geil. Also dann, bis morgen, euer Paxis.